Wisst ihr, was natürlich besser ist? Wisst ihr, was besser ist, als in den Pausen das Ding zu laden, also den Controller zu laden? Natürlich, wenn man ein Kabel gefunden hat, welches lang genug ist, um parallel zu laden. Haha, willkommen zurück zu, Let's Play Horizon Zero Dawn. Sünden der Alten sind doch begraben. Verderber Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht, bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Naja, du musst mir nicht glauben. Ich weiß, was ich getan habe. Da drüben ist auch gleich ein Safe-Spot, den nehmen wir auch gleich ein. Wupp. Moins. Stand dann nicht gerade eben Stufe 11? Bin ich blöd? Achso, das ist die Main-Quest. Wir wollen aber kurz die Spur der Kriegerin weiterverfolgen. Weil vielleicht finden wir hier noch coole Sachen. Können wir mal auf dem Weg neue Sachen herstellen. So. Können wir hier auch nebenbei noch ein bisschen Gras. Das brauche ich vielleicht noch. Abstauben. So. Ein bisschen dunkel hier. Aber was soll's. Hier noch Kisten. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lasst uns beginnen. Oh, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Ja, das gefällt mir. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal Brandpfeile. Dann stellen wir nochmal ein paar davon. So. Gibt es hier noch irgendwo einen Punkt, wo man sich ein bisschen besser hinstellen kann? Das wäre super. Wo man vielleicht auch ein bisschen mehr sieht. Das wäre optimal. Dann versuchen wir es mal da lang. Auch wenn wir hier wahrscheinlich auf dem Präsentierteller herumlaufen. Nee. Mal gucken. Okay. Das ist ein bisschen gefährlich hier. Aber das kriegen wir hin. Und. Ja, das ist normal, dass die Dinger einfach so explodieren. Das weiß doch jeder. Vielleicht muss ich auch ein bisschen gucken, dass die... Ah, das sieht gut aus. Bumm! Na schön. Na komm, den kriege ich. Bums. Okay, jetzt ist es ein bisschen gefährlich. Wechsel mal auf den Hochpräzisionsbogen. Um hier... Oh, hier unten hockt ja einer. Warum sagt mir das keiner? Nee, 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 nee. So nicht. Du. Sie da oben rum. Schwupp. Und. So, wieder einer weniger. Hier unten läuft noch ein Wächter panisch hin und her. Ich glaube, der versucht mich irgendwie zu erwischen. Ist aber zu blöd dafür oder so. Genau, der rafft mich von wo. Den sehe ich so nicht, das ist schade. Aber okay, insgesamt sieht es ganz gut für uns aus. Da drüben ist irgendwas, aber ich sehe nicht genau was. Ah, das war auch ein Wächter. Ah, da haben wir einen Bogenschützen. Dich erwischen wir einfach so. Da unten sind Freunde von uns, würde ich meinen.
Ah. Ach nee, doch nicht. Das war auch einer von den Bösen. Schwupp. Ach, komm. Das war ein bisschen zu gierig. Das auch. So, meiner. Oh, wait. Da hinten ist noch was. Das ist, glaube ich, der Wächter, den wir angehauen haben. Der ist benommen und... Oh, keine Munition mehr. Gar kein Problem. Wir können einfach den beiden ein bisschen Heul. Ey. Komm mal nicht so. So muss das aussehen. Sehr schön. Wir haben hier jetzt ein bisschen Unruhe gestiftet. Genauso habe ich es gern. So viel zum Thema leichtes Gepäck. So, was haben wir hier noch Schönes? Plünderer. Noch mehr Plünderer. Und noch mehr. Ich würde sagen, wir haben dieses Lager hier jetzt gesäubert. Das finde ich schon mal sehr gut. Höp. Kann ich noch mehr davon tragen? Das ist schade. Aber was soll's. Es lief doch alles so, wie wir es geplant haben. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt. Viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Ja, ja. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl. Was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. No. Sei mal nicht so muckelig. Sei mal froh, dass wir Verstärkung bekommen haben, Junge. Okay, Wüstenglas kann ich nicht mehr. Dann gucken wir mal. Untersuchen wir mal die Ausgrabungsstelle. Vielleicht finden wir... Ah, was ist das denn hier? Einmal eine Spur markieren. Hier ist eine Spur. Wo führt die lang? Da hinten führt die lang. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht doch interessant aus. Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohevorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Das klingt gut. Gewinnen ist immer gut. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Oh wei, ich erinnere mich tatsächlich sogar an die Mission. Ich dachte, das gehört zum Main Quest damals. Tut es gar nicht. Das ist gar nicht so einfach, tatsächlich, diese Stelle, weil ich kann mal kurz zeigen, wo die Quest uns hinführt. Und zwar hier nach oben, irgendwo.
Hier hinten, irgendwie so. Da, das ist dieser Metallring. Irgendwie so ein altes Stadion oder sowas. Und ja, ganz toll. Sind wir jetzt hier durch? Wir bekommen Vergeltung. Ich schwöre es. Aloy. Danke. Ob du mir auch noch danken wirst, wenn du siehst, wo wir landen? Okay. Also, scheinbar ist hier jetzt nichts mehr weiter. Dann können wir hier auch weg. Nee. Hopp, hopp, hopp. Haben wir hier hochgehüpft? So, was haben wir denn hier noch in der Nähe? Wir haben hier noch das Banditenlager. Das steht uns ja eigentlich auch noch mitten im Weg. Dann, würde ich sagen, nehmen wir das noch mit ein. Was ist das denn hier? Oh, da sind irgendwelche Flugviecher oder sowas. Ja, dann würde ich sagen, auf zum Banditenlager. Warum eigentlich auch nicht? Ich meine, dann helfen wir diesem anderen Typen auch noch mal ein bisschen. Wenn wir hier schon so wahnsinnig am Sidequesten sind. Obwohl das eigentlich gar nicht so richtig mein Plan war. So, kommen wir hier irgendwie runter, ohne dass wir uns die Beine zerquetschen oder so. Ja, das sieht gut aus. Hat funktioniert. So, genau, hier drüben. Einfach mal Richtung Lager laufen. Oh, da brennt es auch schon sehr fröhlich. Val hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir hier so schon mal einen gecatcht. Den da zum Beispiel. Oh, das war daneben. Nepp. So. Die schnallen nicht von wo. Und überhaupt. Ey. Okay, die haben Alarm geschrien. Aber das macht nichts, weil die kommen eh nicht so weit. In der Zeit kann ich mir nochmal ganz gemütlich hier ein paar Sachen bauen. Oh. Das war Mist. Und da unten kommt gerade irgendwas angelaufen. Hey! Was war das denn? Ah, da drüben ist noch ein Wachposten oder irgend sowas. So, den Wachposten habe ich erlegt. Die suchen verzweifelt nach mir. Das ist auch super. Ich glaube, da war ein Kopf. Sag ich doch. So. Die sind schon gut verwirrt jetzt. Das finde ich herrlich. Die raffen nämlich gerade überhaupt nicht, was hier abgeht. Genau. Ihr wisst gar nicht, dass ich da bin. Flupp. Oh. Oh, oh, weia. Oh, wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Passiert nun mal einfach so, dass einfach Leute umkippen. Das Blöde ist, dass ich jetzt nicht sehe. Ah, das ist doof. Der dreht sich gerade weg. Oh, die sind hier schon so ein bisschen... Oh, hoppla, was geht hier ab? Schwupp. Keine Ahnung von wo. Auf einmal kippt einer tot um. Ja, so ist das halt eben. Der Himmel wird heller. Es dämmert. Hoppla. Schon wieder einer weniger. Wie? Wow. Ah, da oben Wachposten. So,
sollten mal ein bisschen häufiger auf die Wachposten achten. Weil dann mich einiges lustiger, wenn die nicht raffen, dass die schnüffelt hier immer noch rum. Wenn hier ein Wachposten irgendwo ist. So, und jetzt kommen sie nach und nach rausgelaufen und denken sich so, oh mein Gott, was geht denn hier falsch? Ah, der kommt aber ziemlich nah hier. Mit seinen Feuerpfeilen. Aha. So, der Alarm ist aufgelöst. Und die kippen hier einfach reihenweise um. Schnallen es nicht. Da rannte doch. Da ging doch gerade einer runter. Ups. Hoppla. I'm sorry for that. Schwupp. Ja. Schon ein bisschen traurig, wie eure Leute so der Reihe nach einfach umkippen. So, hier bin ich. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich hab gesagt, du hast mich nicht gesehen. Und du da oben hast mir Augen gefangen. Na gut, okay, dann bin ich weg. Ich bin weg hier. Sorry. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich war auch noch nie. Ja, ich hab nie hier irgendwie rumgesessen. Vor dergleichen. Nie, 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 gar nie. Oh, einen Schuss habe ich noch. Upsa! Ja, damit hättet ihr aber schon ein bisschen rechnen können. Nom, 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 nom. Das Lustige an der ganzen Nummer ist nämlich auch, dass die nicht respawnen. Macht die Sache nämlich für uns um einiges einfacher. Tja, und wie viele da drin noch leben, das wissen wir nicht. Leider. Oh, hoppa. Es sei denn, kann ich die von hier aus sehen? Was haben wir denn hier? Banditenscharfschützen, zwei Stück. Verstorben. Achso, die sind alle tot. Würde mal sagen, habe ich gut gemacht. Gucken wir mal, wie nah ich rankomme. Bis die anfangen, mich zu sehen. So, einmal ganz kurz hier ein bisschen näher. Was ist das denn? Banditenlager Alarm. Okay, ich glaube, die haben gar nicht mehr so viele Leute, um Alarm zu schlagen. Oh. Ich bin gar nicht hier. Doch, da ist einer. Könnt ihr mal eben kurz mit dem Typen da drüben reden, der auf uns wartet. Der hat ja gesagt, oh, wir treffen uns dann da drüben. So, jetzt ist schon die Hälfte vom Lager tot. Jetzt komme ich da an und sage, ja, nein, ich mach das besser. Ich mach erst das Lager platt und dann gehe ich zu ihm und sage, ja, sorry, war's mir zu langsam, Dude. Sie ziehen weiter. Das finde ich mich viel lustiger. Oh, guck mal, ganz schön viele Leichen hier. Gesundheitstrank, das ist auch schön. Oh, davon habe ich schon genug. Ah, wait for it. So, den Alarm werden wir jetzt nicht mehr auslösen können. Ich glaube zumindest, dass es Alarm ist. Na gut. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um.
doof ist, ich sehe hier jetzt keinen. Stimmt, ich kann ja... Oh, hier sind Gefangene. Das ist ein Lagerfeuer. Da spaziert irgendjemand. Der letzte einsame Bandit in seinen Gemäuern. Können wir mal gucken, ob wir noch vielleicht noch ein paar mehr finden. Oh, da hinten ist auch noch einer. Zwei Leute haben wir hier noch. Zwei Gegner. Meine Güte. Was ist das da jetzt eigentlich? Und was können wir damit machen vor allem? Weil ich meine, es ist gehighlightet. Keine Ahnung. Na gut, dann lassen wir das so. So, wo ist er? Da ist er. Ist hier jemand? Nee, hier ist keiner. Gefangene. Das sind nicht nur simple Ganoven, sondern auch Sklavenhändler. Hier sind Eindringlinge. Oh, ist das so? Wir sind am Arsch. Das ist korrekt. So. Und nun? Sind noch mehr? Da ist noch einer. Habe ich hier einen Punkt, mit dem ich auch schießen kann? Würde die Sachen nochmal einiges lustiger für uns machen. Ah, nee, nicht so wirklich. Doch, hier haben wir was. Augen auf. Ja, Augen auf. Fuck. Jetzt aber. Auch nicht. Beim nächsten Mal werde ich fündig. Das ist ein Joke. Ey, irgendwo muss es hier doch einen Weg geben, um den Duke zu... Ich rieche sie noch immer. Wachsam bleiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier entlang gelaufen ist. Oh Mensch, guck mal, da ist er ja. Upp. So. Oh, das war schon. Keiner mehr da. Sucherin, darf ich mit dir reden? Ja, darfst du. Hallo. Welche Ehre. Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Tja, und warum wurdest... Na, woher kommst du? Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Das freut mich sehr. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Oh, hab ich gern getan. So, genau, dann wollen wir uns mal den Typen hier holen, der auf uns wartet, weil wir ein Banditenlager zusammen ausrauben wollten. Oder besiegen wollten, besser gesagt. So, und dafür müssen wir hier entlang laufen. Über die Brücke. Und da ist er dann, da steht er schon. Und sagt so, da drüben ist ein Banditenlager, lass da mal hingehen. Oh, wie? Ihr habt das schon gemacht. Na ja, gut, dann seid ihr doch krasser als ich. Wie Ross zu sagen pflegte. Da ist er. Na, was geht so? Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind.
Banditen. Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdürstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sieh um. Oh, sehr gerne. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Und schwupp, erledigt. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Nein, die sind frei. So, ich laufe da mal rüber, um meine Belohnung abzuholen. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Wait, wo ist er denn jetzt hin? Ach so, der steht einfach da drüben weiter. Na gut. So, mal eben kurz ein bisschen Kraut sammeln, futtern. Fühlt sich gut an, was? Oh Mann. Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Nö, noch nicht. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an die Runden an Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Okay, das war jetzt sehr schnell erledigt, würde ich sagen. So. Ja, wir haben jetzt hier das Lagerfeuer. Und hier oben gibt es wieder neue Läufer. Das ist super. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal einen catchen, bevor es dann endlich in das Dorf geht. Und hier haben wir auch neue Kräuter, die wir natürlich auch gleich einsammeln können. Sehr schön. An Lebenspunkten soll es uns also auch nicht fehlen. Na, da haben wir noch so ein paar Ballergeschütztypis. Autos. Mag jemand meinen Gebrauchtwagen haben? Ist geparkt am Ufer dieses Flusses. Daraus werde ich später einen Trank brauchen. Für Bastler und Sammler sind diese Autos gedacht. So, eigentlich müssten hier doch Läufer sein. Sehe ich aber nur ein Wildschwein und hier so eine. Und diese miesen Viecher hier. Geil. Erstmal kippst du um, damit du mir nicht in den Rücken fällst. Boing. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Oh. Damit habe ich so auch nicht gerechnet. Das war schön. Und komm, Gnadenschuss. So, er weiß auch noch nicht so ganz, was hier Sache ist. Oh doch, er weiß sehr gut, was Sache ist. Jetzt schnell nachsetzen. So, und er ist am Boden. Nein, ist er nicht. Jetzt ist er am Boden. Oh, oder auch nicht. Jetzt ist er am Boden. Geht doch.
Wow, da sind noch einer. Und fallen. Fallen habe ich gesagt. Geht doch. Schön hinlegen. So hab ich euch gerne. Ah, ich sehe da drüben. Sehe ich den Läufer. Aber jetzt brauche ich erstmal einen vernünftigen Schuss, um dich zu erledigen. So. Ah, hier haben wir das Heilkraut, glaube ich. Ne, immer noch keine Heilkraut. Ich brauche Heilkräuter. Hier drüben sind Heilkraut. Das ist ein Heilkraut, definitiv. Ja, woo, Heilkraut. So, und hier sind auch noch Heilkräuter. Sehr schön. Loot. Eine Menge davon. Platz. So, da sind die Läufer. Und jetzt brauche ich definitiv erstmal ein bisschen hohes Gras, um mich dort irgendwo zu verkriechen. Ich muss mal ein bisschen langsamer sein, weil man sieht es hier schon, hier ist einer. Ich werde ziemlich nah am Grasen gerade. Schon mal Dreieck bereit machen und hab dich. So, ausgezeichnet. Ich habe wieder einen neuen Läuferfreund. Und mit dem reise ich jetzt durchs ganze Land. Ganz geschwind. Über Hügel und Wälder. Über Täler und Gräser. Na bitte. Es regnet. Stimmt doch gar nicht. Sonne scheint. Alles ist schön. Oh, wait. Was war das? Was war das denn gerade für... Das hat sich gerade echt gefährlich angehört. Okay, komm. Oh, hier wären auch Läufer gewesen. Hm. Na gut. Aber wir wollen jetzt hier in das Dorf. Und wir wissen ganz genau, dass du hier gleich nicht weiter darfst. Gute Krone. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Ich wette, dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Definitiv. Aber wir wollen hier rein. Denn... Es tut weh. Ich habe daraus gelernt. Hier ist Kram. Ist ein schwerer Schlag. Hier ist sie. Sie ist eine Sucherin. Komm her, Mädchen. Lass dich mal ansehen. Die Mörder laufen immer noch frei herum. Oh, hi. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich, aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Joa, das geht eigentlich ganz gut. Aber wie sehe ich die Verderbnis? Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen. Und zur Göttin beten. Das klingt gut. Wie sieht es mit deiner Dorfverteidigung aus? Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutter Krone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Hm.
Ausgezeichnet. Na gut, dann gehen wir mal Verderbnis suchen. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Das hoffe ich natürlich auch. Die Verderbnis ist überall. Ich habe jetzt zwei Punkte hier. Ah, eine ist hier. Und eine ist hier drüben scheinbar. Was haben wir hier? Noch eine verdorbene Zone. 15, 15. Und nochmal 15. Was haben wir hier? Rache an Rache de Nora. Ja, das ist eigentlich auch ganz nett. Unbekannt. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Das klingt beides jetzt gerade sehr, sehr lukrativ und, und nett. Aber ich möchte jetzt auch keine Sidequests annehmen. Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Aha, jetzt wurde mir endlich auch gesagt, dass ich Schnellreise habe. Das ist gut. Achso, hier drüben hinter dem Ding ist noch. Ist noch was. Okay, wohin führt mich meine Reise jetzt? Hier ist nur Wächtergebiet. Dann. Unbekannt ist immer schön. Ich würde ganz gerne wissen, wo... Oh, schaut mal. Ich habe hier noch eine Ruine übersehen. Achso, nee, Blödsinn. Die Ruine kenne ich schon. Das ist die Stufe 25 Sidequest, wenn mich nicht alles gänzlich verwirrt. Nebenauftrag, genau. Altes Waffenlager. Na gut, wir haben aber auch massiv viele Fertigkeitspunkte jetzt mittlerweile. 10 Stück haben wir gerade zur Auswahl. Die können wir mal ein bisschen verpulvern. Zusätzliche Rohstoffe beim Sammeln ist das nie verkehrt, finde ich. Heiler, schnellere Heilung, das ist auch gut. Ach, verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Das ist auch perfekt. Was haben wir hier noch? Fallen entschärfen. Das wird sicherlich auch nochmal richtig interessant. Lockruf. Kampfüberbrückung. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50 Sekunden. Oh, geil. Genau das nehmen wir. Weil das ist natürlich herrlich. Oh, und das ist auch geil. Das brauchen wir auch gleich als nächstes sogar am besten. Aber das erspart uns dann ein bisschen das, das neue Jagen. Was fragen wir da lange? So, ich würde sagen, wir gehen. Was ist da? Da gehen wir hin. Das ist neu. Das kennen wir noch nicht. Das sieht interessant aus. Genau das will ich haben. Sie haben unser Volk. So, ganz klar, Moment. Da lang. Einfach mal hier entlang. Das sieht ja interessant aus. Ich dachte, dass ich Wahl und Zona beim Roten Echo treffen würde. Hier mal einen neuen, nochmal die Möglichkeit einmal kurz zu speichern. Auf die Art und Weise haben wir dann auch diesen Point. Und lass mich mal ganz kurz, Lockruf ist, ist egal. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne mein Reittier rufen, um hier mal ein bisschen schneller voranzukommen. Jojojojo. Da ist er, mein Freund. Wunderbar. So. Dann reiten wir dann nach oben, nach hinten in die Ecke. Und
gucken uns da oben noch mal ein bisschen um. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger verfolgen. Ja, hört mal auf, hier rumzugreifen. Ich will eigentlich nichts von euch. Streng genommen will ich nur an euch vorbei. Also kommt mal bitte nicht ganz so seltsam. Ha. Ob ihr es glaubt oder nicht, genau das Ding habe ich nämlich tatsächlich gesucht. Das hatte ich schon mal gehabt. Und ein von zwei Räumen. Die suchen mich. Verdorbene Zone. Ah, stimmt. Wir haben jetzt mehr Heilkräuter zur Verfügung. Ich bräuchte auf jeden Fall nochmal neue So, die sind ziemlich massiv hier unterwegs gerade, wie man sieht. Aber das erlaube ich mir dann erst in der nächsten Folge. Wir sind hier jetzt erstmal safe. Und ja, bis gleich, dann bald und so weiter. Kurze Pause für mich.